Hallo Leute und willkommen hier bei mir, Entschuldigung, bei mir AppleCat. Heute geht es um eine Steckdosenleiste. Erstmal kein interessantes Thema, aber die hier hat was Besonderes, nämlich noch 4 USB-Anschlüsse. Und das macht die Sache doch schon wieder, ja, soweit interessant, dass wir uns das mal anschauen können. Ich packe das hier direkt mal aus, wenn ich es dann bekomme. Und wir schauen uns das Ding mal an. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bei uns sieht es im Wohnzimmer zum Beispiel so aus. Wir haben ja hinter der Couch oder manchmal auch auf der Couch so eine Steckdosenleiste und da stecken dann die ganzen Ladegeräte drin fürs iPad, fürs iPhone und das sieht dann je nach Zustand, wie viele Geräte wir da rumfliegen haben, manchmal schon echt unordentlich aus. Die ganzen Ladegeräte stecken drin, die Kabel noch dazu und ja, ist schon eine wüste Geschichte und ich hoffe, dass wir mit so einer Lösung hier ein bisschen ja, mehr Ordnung da reinbekommen, dass wir zumindest die ganzen Ladegeräte uns sparen können. Denn mal ganz ehrlich, so dezent sind die ganzen Ladeteile nämlich oft nicht, also weg damit und die brauchen wir nicht mehr. So, fertig ausgepackt, sieht das Teil eigentlich erstmal ja, netter aus als auf den Produktfotos. Wir haben hier ein 2 Meter langes Kabel, das hier dran steckt und das ist nicht weiß, sondern das ist in so einem ja, Bürograu, würde ich mal fast sagen. Also IBM-Grau, wem das vielleicht auch was sagt. Dann schauen wir mal auf die Unterseite. Da haben wir hier ja, so Silikonstandfüße, falls das Ding auf dem Boden steht, dass es nicht so sehr... Na, mal schauen. Ja, dass es nicht so sehr rutscht. Ja, das hält schon mal ganz gut. Ja, doch, das geht. Dann eine graue Umrandung. Einmal hier rundum. Dann natürlich 4 ganz normale Steckdosenplätze. Und unsere, Moment, ich drehe es mal. Und unsere USB-Steckplätze. 4 Stück an der Zahl. Maximaler Output pro Steckplatz 3,4 Ampere. Und der soll automatisch erkennen, was für ein Gerät hier angeschlossen ist. Sei es ein Tablet, ein iPhone oder was auch immer, so dass hier der optimale Ladestrom ausgegeben wird. Und dann haben wir hier noch einen ziemlich klickigen Ein- und Ausschalter. Tja, und das war's schon. Mehr ist da nicht dabei. Da gibt es gar nicht viel groß zu erzählen, Freunde. Ich stecke das Ding mal an und wir testen mal, ob hier auch ordentlich geladen wird über die USB-Schnittstelle. Und dafür benutzen wir einfach mal hier die beiden iPads. Ein iPad Air 2 und ein iPad Mini 2. Die schließe ich hier mal an. Und zu den technischen Daten. Ich bete, die euch jetzt hier nicht runterlesen kann von euch jeder selbst. Also klickt auf den Link in der Videobeschreibung, dann landet ihr bei Amazon. Und könnt euch da die ganzen technischen Daten durchlesen. Nur so viel sei noch erwähnt. Wir haben natürlich hier CE-Zeichen drauf. Also sicher sollte das Ganze sein. Es soll auch schwer entflammbar sein. Und ihr könnt euch das durchlesen. Also von der Sicherheit her habe ich hier eigentlich keine Bedenken. Und ihr seht, ich habe es eingestöpselt und die Kabel stecken hier schon dran. Aber es lädt nichts, denn ich habe den Knopf noch nicht gedrückt. Also ich drücke mal und wir schauen. Nummer 1 und Nummer 2, beide beginnen zu laden. Hier haben wir 90%, hier haben wir 57%. Wir haben 21.30 Uhr. Ich würde sagen, wir warten mal eine halbe Stunde und schauen, wo wir dann gelandet sind. Die 30 Minuten sind zwar noch nicht ganz um, aber ich sag mal 25 sollen hier auch reichen, um zu sehen, ja, lädt hier wirklich alles gut und vor allem schnell und sicher. Und ich habe hier eben mal dran gefahren und das hier hat sich schon gut erwärmt. Also nicht heiß, aber man spürt, hier fließt einiges an Energie durch. Ich würde mal sagen, temperaturmäßig, ja, so 42 Grad Celsius. Ist jetzt nur geschätzt von mir natürlich. Aber man spürt eben hier der obere Bereich ab dem Schalter abwärts und dann hier natürlich um den USB-Port. Da hat sich einiges erwärmt. Wir schauen mal auf dem iPad Mini 2. Wir sind gestartet mit 90% und haben jetzt 98%, also 8% geladen in 25 Minuten, ja. Und hier sind wir gestartet mit 57% und haben jetzt 70%. Von 57 auf 70 in 25 Minuten bei so einem großen iPad, ja, ist doch schon mal eine gute Leistung. Also das Laden hier über den USB-Port, das klappt auf jeden Fall. Und wie ich finde, klappt das auch recht schnell. Also das geht wirklich gut. Von daher finde ich, ist das hier eine ganz nette Ergänzung, wenn man eben noch irgendwie ein paar USB-Anschlüsse zusätzlich haben will. Hier zu den normalen Steckdosenanschlüssen ist das hier eine feine Sache. Tja, und für so eine Steckdosenleiste, finde ich, sieht das hier auch ganz nett aus. Und weg ist die Packung. Und ich finde auch hier das Optische, also hier mit diesem, das hier ist Aluminium, oder? Das hier ist tatsächlich, das ist Aluminium. Also eine schöne Aluminiumoberfläche, die sieht sehr nett aus und ja, grün
Naja, wieso nicht? Dann sind die eben mal grün hier, die USB-Steckerchen. Also, wir haben auch noch übrigens, hier kann man es vielleicht sehen, so eine kleine LED-Anzeige, wenn da geladen wird, na, stellt scharf. Und wenn ich hier mal ausschalte, dann geht die auch direkt wieder aus und ich schalte wieder an, dann geht auch hier das LED-Lichtchen wieder an, aber das nur so nebenbei. Also, die Leiste funktioniert, sie lädt hier die Geräte gut und schnell auf, funktioniert mit allem, was man hier so reinstecken kann, iPhones, Android-Phones, alles Mögliche. Und ja, erfüllt seinen Zweck, sieht nett aus, kann ich durchaus so empfehlen. Ach, hier stehen übrigens noch mal ein paar technische Daten, wer dann doch nicht auf den Link geklickt hat. Also, Pause, ansonsten wäre es das schon gewesen, Freunde, kann ich euch empfehlen. Wer noch sowas brauchen kann mit ein bisschen extra USB-Anschlüssen für um die 18 Euro, ja, wieso denn nicht? Es gibt natürlich noch smartere Steckleisten. Ich habe ja hier mal so eine getestet, die hatte sogar Amazon Alexa-Unterstützung und da konnte man die USB-Anschlüsse und das alles einzeln steuern. Das ist natürlich noch mal eine Nummer cooler, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich verlinke euch das mal hier oben. Ansonsten, wenn du Anschlüsse braucht, ja, kann man sich hier mal anschauen. 18 Euro, funktioniert, ist sicher und ja, eine feine Sache. So, das wäre es gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So, hängen wir noch ein paar Minuten dran. Dann ist hier alles voll. Jo.